Hallo, hier ist Felix und Philipp von Polarkreis 18 und ihr lest die Thüringer Allgemeine Zeitung und mittlerweile hört ihr sie und schaut ihr sie ja auch. Polarkreis 18, das war das Highlight des diesjährigen Harzfestes in Nordhausen, das am Wochenende zum 19. Mai stattfand. Die fünf Jungs aus Dresden rockten am Samstagabend den Petersberg. Offiziell wurde das Harzfest mit dem symbolischen Anschneiden eines gebackenen Baumes im Rahmen einer Ausstellungseröffnung im Kunsthaus Mayenburg eröffnet. Dort startete am Freitagabend eine Romantikausstellung, die etwa 120 Werke von Künstlern um Caspar David Friedrich zeigt, der oft Motive aus dem Harz malte. Also hat man eine breite Skala von künstlerischen Ausdrücken, die aber alle irgendwie auf Caspar David Friedrich zurückgingen. In die Zusammenstellung der umfangreichen Ausstellung wurde viel Zeit investiert und ist eine Menge Herzblut der Macherinnen geflossen. Im Oktober 2010 habe ich angefangen und zu sehen ist sie auch bis zum Oktober, 2. Oktober dieses Jahres. Also sozusagen ein ganzes Jahr hat sie mein Leben begleitet und klingt natürlich lange in mir fort, das weiß ich. Es war eine schöne, intensive Zeit, ja. Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen feiern das Harzfest jedes Jahr in einer anderen Stadt des Harzes. Das Harzfest, wir wissen es, das 19., ist sicher das größte Kultur- und Brauchtumsfest des Harzes überhaupt. Und ich bin sehr dankbar, dass die beiden Kollegen aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auch den Weg hierher zu uns nach Nordhausen gefunden haben. Denn es verbindet doch letztendlich die drei Anrainerländer des Harzes. Drei Länder, ein Harz ist dieser Slogan, mit dem wir versuchen, auch nach innen und nach außen Marketing zu machen. Und die Stadt Nordhausen macht es in den nächsten Tagen möglich, dass wir dies wieder beweisen können. Zu Live-Dudelsack-Klängen wurde die Nordhäuser Talsperre bei Neustadt zur Leinwand für eine eindrucksvolle Lichtshow, die von der Agentur Omega aus Weimar entwickelt und umgesetzt wurde. Eine beleuchtete Talsperre nachts, das ist etwas ganz Besonderes und die Resonanz ist riesig. Also wir haben mit so vielen Leuten nicht gerechnet. Neben den vielen Leuchten wurde an alles für die richtige Stimmung gedacht. Natürlich auch an das leibliche Wohl. Vom Ambiente her und auch von der Kulisse her hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht hätte noch ein bisschen mehr mit der Lichtaktion, das hätte vielleicht noch ein bisschen aufreißender sein können. Der hohe Ansturm an Besuchern des Lichtspektakels führte bei den Shuttlebussen zu einigen Kapazitätsengpässen. Ich war überrascht, wie ein Bus, der überfüllt ist, auf einmal Gespräche in Gang bringt, so zwischen den Menschen. Oh, jetzt kommt ein Bus. Ja, also das war für mich ein sehr schönes Erlebnis, hier raufzufahren. Ich hatte gesagt, es fehlt nur noch die 45 Grad feuchte Hitze. Und da wäre das wie eine Busfahrt gewesen in den Bergen von Kolumbien. Wir nehmen eine lange Wartezeit, wieder zurück nach Nordhausen zu kommen. Gerne in Kauf für einen sehr gelungenen und schönen Abend. Auf dem großflächigen Gelände des Petersberges fanden das Wochenende neben Konzerten auch allerhand andere Events, wie die Waldarbeitermeisterschaften statt. Viele regionstypische Waren und Kuriositäten wurden den Besuchern neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm geboten. Aktivitäten wie Bogenschießen luden zum Mitmachen ein. Jede Altersgruppe hatte die Möglichkeit, etwas für sich zu finden.